machen. Ja, ich hätte meine Dicke holen sollen und auf dem schießen sollen. Das hätte dann gelangt. Ah! Was war das? Das ist, ist ein Männchen. Ja, dann gibt es wohl so ein Flohner. So fliehender sein. Jetzt werde ich auf dich mit der dicken Knarre ziehen. Das ist mir scheißegal. Und hier sind jede Menge Bärenspuren. Perfekt Jede für Menge mich. Teddys. Jede Menge Teddys. Perfekt die Jagdgründe für einen Verrückten wie mir. Und das haben sie auch neu gemacht, wenn du Spuren findest, dass du dann erstmal so eine Information dazu kriegst. Oh, die ist sehr alt. Und das war wahrscheinlich wieder ewig und 3 Tage hinterher kriechen. Ist die Spur mal. Doch lustigerweise, ich schlich nicht mal, bin normal gegangen und dem Bär hat es nicht gejuckt. Ja, kann ja. Manchmal eben, wenn es günstig kommt, dann bemerken die Tiere dich nicht. Das ist ja auch manchmal, du läufst irgendwo, weißt du, kickst nach rechts, kickst nach links, auf einmal, ja. Ich höre Steht was. dann. Wo ist er? Ich hoffe, das bist jetzt nicht du. Ach, das bist du. Denke ich. Dahin ist er, ich glaube, es hakt. Na, er hat jetzt einen Bogen gemacht. Wenn er das ist. Oh, werden wir sehen. Ich habe das Gefühl, ich kriege ihn immer nicht vor der Flinte. Ich frag mich, wie das ist, ob wenn man gleich, also 2 Stück draufgeschossen hat, ob der andere auch noch was kriegt oder ob das komplett jetzt so nee, ist. Nee, nee, das ist, der wird dann entsprechend zählen, je nachdem, wie gut du getroffen hast. Du siehst ja dann werden ja die einzelnen Anschüsse werden dann aufgezählt und dann steht da eben, zu wie viel Prozent die den Schaden gemacht haben. Also sozusagen immer, wenn du triffst, dann zählt das auch. Ich glaube, das ist ein anderer, aber der hat einen Brunnschrei gegeben, der andere hat schon einen Warnruf gegeben. Weil die schlagen ja auch um, wenn sie dann weit genug weg sind, wenn sie sich wieder sicher fühlen, dann. Aber Anrufe machen sie ja bloß, wenn sie dann merken, dass irgendwo Gefahr in der Nähe ist. Ah, ich hab was, ich hab was, ich höre was. Da ist was. Tot. Mal sehen, ob das der war, den wir gesucht haben. Du siehst ja, wenn jetzt Leila Eider steht, dann war das unser. Nee, das war ein anderer. Ich hab schon gedacht, weil. Meine wir gehen die zurück und verfolgen die Spur weiter. Bin schon dabei.
Hat dich lieb. Haben die armen Kerle hier. Das alles ist nicht so einfach. Kojote, ne? Auf dich reagiere ich jetzt nicht. Ja. Vor allem steht ja voll im Wind, also. Ich will meinen Hirsch. Mein gehorntes Reh. Sterne. Ich glaube, ja, der ist ja noch weggelaufen durch den Schuss. Ich kann noch mehr weiter hinterher. Ich muss noch daran denken, wo wir diesen Elch geschossen haben, wie viel wir in den reingeballert haben. Und jedes Mal ist er uns über den Weg gelaufen. War ja auch noch geil. Ja. Manchmal kann so eine Jagd echt Nerven drauf und sagen, oh. Oh, Bär. Mr. Bär. Mr. Bär. Nein, kein Bier. Ich gehe kein Bier jagen. Ich gehe nicht. Ja. Bier, du lebst. Du hast Glück. Von mir hast du jedenfalls Glück. Ja, mal gucken. Hier ist da oben wieder Rehe, ob wir sonst wohin sind, ne? Da darf ich nur schießen, wie dann klackt der Irrer. Und wieder so eine ganze Gruppe, ne? Ja, mal lustig. Gott, bis wohin ist der denn gelatscht, ey? Ist er schon 200 Meter weg? Durch den Schuss ist der ja gerannt. Was ist das, ja? Abend. Guten Abend. Also da oben, also wo ich kurz da oben war, da sind auf jeden Fall noch andere Fußspuren. Das ist bestimmt noch was unterwegs. Ja. Ja. Mein Gott, wie ist der denn gelaufen? Weil ich habe ja auch noch Spuren von dem. Die führen aber schon wieder in die andere Richtung. Schon wieder zurück. Ich weiß, ich folge gerade. Der ist total kaputt, der Elch da. Ja, da ist bei mir, die Spuren ja bei mir schon 25-50% leben. Ich kann es ja nicht einsehen. Na, wenn du eine Blutspur siehst irgendwo, hast du da irgendwo eine? Was steht denn da bei dir? Mir? Blutspur, Blutungsgrad sehr gering, mir steht da nicht. Na doch, achso, du hast wahrscheinlich, achso, du hast das wahrscheinlich noch nicht. Ja, weil der hat sonst noch eine Lebensanzeige, wissen, und steht da noch, wie viel Life der gerade noch hat.
Ich muss verfolgen. Gottes Willen, ich krieg einen Schreck meines Lebens. Der steht zum Wind, das kann ich vergessen. Ja, manchmal sind die... Verfolgungsjagd. Magen krummelt schon bei mir hoch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, du verdammter blöder Elch, du blöder Hirsch. Ah, der ist echt nochmal komplett retour gerannt. Willst mich verarschen, du? Wir laufen wahrscheinlich auch ein gewisses Gebiet ab. Gerade eben hat er gemacht sein Häufchen. Ja, das hat sie. Läufst du eigentlich oder bist du oder schleichst du? Ich gehe. Schleich mal. Weil wenn gerade steht, gerade eben, dann ist er echt noch nicht weit weg. Und wenn du dem dann normal hinterherläufst, dann verscheuchst du den immer noch weiter. Muss ihn mal ein bisschen Ruhe lassen. Dann kommt er vielleicht auch zurück. Aber macht man doch mit dem Gehen dann doch einfach zu viel Lärm. Problem ist jetzt, ich bin gerade hier in einem sehr hohen Buschwerk und ich sehe nichts mehr. Meine Güte, Junge. Was hast du so viel Leben? Ja, wenn das bloß so ein, ich weiß nicht, mit was du da drauf ihn geschossen hast, wenn das so eine schwache Waffe war, dann kann der ewig und 3 Tage laufen. Kann sogar sein, dass er daran gar nicht stirbt, weil die Verletzung einfach zu gering ist. Gerade eben und hier ist ein Bär. Gib mir mal die dicke Knarre. Bärchen! Was mir wert. Ich habe wenigstens ein Bär wieder geschossen. Naja, Bären bringen ja auch ein bisschen mehr als so ein Schwarz- oder Weißwedel. Blaugott und Verfolgen von einem. 679 Punkte macht er, gibt er mir. Oh, das sehe ich ja immer. Bei mir ploppt das ja auch auf. Da kannst du mal sehen. Mein Wedelhirsch hat auch 616. Kannst du mal sehen. Das muss ja doch ordentlich wert gewesen sein. Die Frage ist jetzt eher, ob ich meinen wiederfinde. Ja, mir ist eh verloren. Außerdem bin ich schon wieder in einem roten Gebiet, das ich nicht sein will. Du bist sozusagen die ganze Zeit jetzt zurückgegangen. Ja. Oh, wenn er stirbt, stirbt er. Kann er in Ruhe leben. Vielleicht kriegen wir ihn später, oder er läuft uns vielleicht nochmal über den Weg. Ich muss jedenfalls aus dem Gebiet jetzt raus. Ich
Ich höre was, ich höre was, da kommt was. Was ist das? Das ist ein Bär. Mr. oder Mrs. Bär. Ich auch Bär. Ich habe auch Bär geschossen. Bären sind gut. Bärchen. Ui, nicht schlecht. Schön. Habe ich sogar die passende Waffe dafür gehabt. Bärchen. Ich komme. Ich komme ganz langsam zu dir. Dann komme ich und schieße den Popo. Tierquäler. Ja. Schießt wenigstens dahin, wo es tödlich ist. Wenn ich ihn kriege. Das arme Tier nicht leiden muss. Ja, der Hirsch leidet auf jeden Fall. Du wirst wohl geschossen haben. Oh, da kommst du sogar. Na komm her. Na komm. Schieß mit der dicken Knarre auf dich. Boah, das hast du gebraucht. Ich musste leider zweimal drauf schießen. Mann. Ja, die haben es ja sogar so jetzt schön gemacht, dass sogar an den Waffen so ein Tiersymbol ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur bei dem Ausrüsten ist. Wenn man es jetzt so im Inventar aussieht. Sieht es gar nicht. Waffen. Nee. Hat man leider nicht mehr. Vielleicht ist es nur beim Ausrüsten an der Basis. Da hast du dann manchmal so ein kleines Tiersymbol dran, dass man dann sieht, für was die Waffe geeignet ist. Ob sie für Kleintiere, für Mittelgroße oder für die ganz großen Klopper. Wie Elche und Bisons. Oh, hier ist Party. Schon wieder Bär. Was ist denn hier los, ey? Sind wir im Bärengebiet? Ja, mir rotten es gerade auch. Hier steppt der Bär wörtlich. Vor allen Dingen, ich habe den Kilometer weit gesehen und einfach mal angeschossen mit der Hoffnung, er kommt zu mir gerannt. Ja, weil die aggressiv sind dann. Also es kann sein, dass die dann nicht nur wegrennen, sondern dann auch mal aggressiv sind. Gleiche. Wenn ich mich zu dir bewege. Ja, ich glaube, da kannst du jetzt. Jetzt kannst du bis 500 Meter entfernt. Da kannst du ruhig erstmal noch normal laufen. Oh Gott. Das ist eh eine alte Spur hier. Die Bärenspur, die ich hier gefunden habe. Haben wir denn nicht geschossen? Ja, du kommst jetzt in ein Gebiet, das kurz nicht mal nicht rot ist, und dann kommst du in mein rotes Gebiet. Also einfach weiter Richtung Norden laufen. Zu dir oder zu mir? Nee, zu mir. Okay. Laufen einfach immer weiter Richtung Norden. Das ganze Sumpfgebiet ist hier ganz gut zum Jagen. Nur ein paar alte Bärenspuren. Oh, ein brauner Schwarzbär.
Also ich sag dir, mit der Zeit, da musst du echt viel schießen, damit du weiter hier Punkte bekommst, hier Vorteilspunkte und Fertigkeitspunkte. Aber ich bin jetzt schon fast 2 Level aufgestiegen und habe noch nicht einen weiteren Fertigungs- bzw. Vorteilspunkt bekommen zum Verteilen. Ist ja auch logisch. Das wird ja viel zu schnell gehen. Was los hier? Eichhörnchen. Ein Hase. Gehst auf Kleintierjagd. Naja, laufen wir gerade so über den Weg. Werde ich vielleicht irgendwann machen, wenn es gehen würde. Ich denke, gerade so zum Anfang wäre es vielleicht nicht verkehrt, um sich so ein bisschen allgemein mit der Schießkunst vertraut zu machen. Ich glaube, ich gehe immer weiter weg von dir. Nee, du musst dich einfach Richtung Norden bewegen. Ja, weil ich hier auch ein bisschen laufe, deshalb ich gucke hier, was hier so in der Umgebung ist. Ob mir vielleicht gerade irgendwas rumrennt. Aber es scheint gerade irgendwie Nachtruhe zu sein in der Gegend hier.